Hallo und herzlich willkommen hier zu weiterhin hier noch für diesen Marsch, für so ein Projekt. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Falls ich das vergessen habe bei der Touring-Karte und bei Kettle und Kopf, würde man so verzeihen. Ich fahre jetzt die Gülle jetzt zum. Gülle zum Düngeproduktion. Dafür was ja gedacht. Normalerweise würde ich die Gülle auch verkaufen an die BGH, aber die ist aktuell voll und die G-Reste soll ja auf Feld Nummer 54 gebracht werden. Deswegen ist jetzt einmal die Gülle für die Produktion gedacht. Für Dünger. Ich habe ja jetzt einen Anhänger Dünger und ein Anhänger Saatgut an den globalen Markt verkauft und mir dafür einen Traktor gekauft. Einen neuen Fendt mit viel PS. Und so habe ich mal das Wert an Geld erwirtschaftet für, ja, damit ich später hier zurückkaufen kann. Ja, Traktor gekauft, ne? Später will ich ja zurückkaufen Weizen und Gerste, die ich da noch ernten will. Also da, das dauert noch ein bisschen. Jetzt mal umstellen auf hinteren und ein bisschen zurückfahren, wenn die am Weg stehen. Darum geht's. So muss passen. Ja, muss dabei bleiben. Glaub nicht. Aber Traktor muss dranbleiben. Dann war das nichts. Also Anhänger funktionieren über Pumpe. Also da ist jetzt nicht so zu sehen. Also ich habe mal neulich gesehen beim Bauer Hannes, hat er mal erklärt, die haben im Prinzip, ja, der hat es nicht, aber ansonsten Güllefass hat eine, ja, Verbindung von Traktor über Dings, damit eine Pumpe aktiviert, entweder über Vakuum oder über Druck, kann man sagen, ne? Die haben zwei Pumpen. Er macht mal das mit dem Vakuum und dem Luftdruck, dass er im Prinzip die Gülle rausdrückt oder reinsaugt. Ohne dass irgendwie mechanisch irgendwas genutzt werden muss. Ne? So, hier könnte man auch Kompost reinbringen, das wäre sinnvoll. Ne? Dann können wir den Mist ja theoretisch belassen. Ne? Kompost mit LKW. Ja, können wir mit LKW fahren. War das los, ne? Was blinkt, dann mal gucken. Der 10940 bremst ab. Ich steige mal einen Traktor ein oder LKW, der gerade auf dem Weg ist, dann können wir es anklicken. Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Hier, unser Kollege kriegt das nicht mit. Muss ich kurz mal entlassen. Ich meine, gut, dass er nicht mehr Haufen fährt, ne? Mal zusagen, ne? Oh, 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 oh. Den Traktor erkennt den Hänger nicht. Und gut. Tankmäßig müssen wir auch wieder machen. Ich glaube, die Tankstelle an sich könnte ich mir eine setzen. Mal gucken. Und zwar müsste ich eigentlich drin haben. Das ist ein Menü. Ich habe ja hier im Prinzip ja, diverses. Das ist ja eine Werkstatt, die man auch nee, da kann man nicht tanken. Es geht ja darum, dass wir eine Tankstelle nehmen, die die wir befüllen können. Ne, das ist ja hier Dieseltank. Das wäre die eine Möglichkeit. Haben wir noch eine? Andere? Ach, hier ist die BGH. Hatte ich auch überlegt gehabt. Mal sehen, ob ich das mache. Bin mir noch nicht ganz schlüssig. Das sind ja Tankstellen, die man jetzt bezahlen muss.
Nimm die grüne. Man könnte auch direkt am in der Lidl-Fabrik aufhaken. Ich bin mir vom Thema abgewichen, ne? Was ich machen wollte. Kostet ja keine Welt. So. Das ist bei der BGH. Können wir bei der BGH das machen? Bei einem Hof haben wir keinen Platz. Und da könnte man ja gerade sehen, wo der gefahren ist. Das wäre doch vielleicht praktisch, ne? Als eine Variante, ne? Und später werden wir hier entsprechend was hinbringen. Siehste. Liegt nämlich genau an der Strecke, wo er ist. Das Feld werden wir heute fertig machen und dann machen wir nächste Woche die nächsten Felder. Das sind noch zwei. Die 5 und die 4. Er wird die auch fertig sein. Ja. Ist fertig. Wie gesagt, da haben wir das Problem. Ein Helfer, der macht ja halt nicht leer. Ne? Das ist ja. Ja. Er macht halt seine Arbeit. Ne? Ich habe ja den Kurs hier nicht gespeichert gehabt. Weil ich eigentlich nicht so viel speichern möchte. So, Hauptsache haut man die ab. Also können wir gleich mal vorne einklappen. Der wäre dann fertig, theoretisch. Die anderen beiden Felder mache ich ja mit dem Case. Theoretisch. Wäre logisch, die sind gerade an der Ecke. Das Seiding muss ich reparieren. Das kann sein, dass ich reparieren muss. Ne? So. Dann bringen wir den gleich, den Glaszeug zum Drescher, zum Hof. Oh. X. Hm. Ich musste ganz kurz überlegen. Er ist ja jetzt nur mit durch mit allen, also erntemäßig, ja, außer Gras. Das heißt in dem Sinne, der kann winterfertig gemacht werden. Also alles reparieren, ja, volltanken nicht unbedingt, aber Reparatur auf jeden Fall und wegstellen. Schneidwerk wieder in die Halle, den Drescher auch in der Halle, aber ohne. Die anderen bleiben draußen, die Schneidwerke, dann in der Halle. So, dann mal sehen, ob wir ein bisschen Geld verdienen können. Ne? Also Bier kann man auf jeden Fall verkaufen. Butter und Ding sicherlich auch. Und ich muss sicherlich irgendwann mal wieder die Milch zur Molkerei bringen lassen. Nächste Woche. Dann kann noch Getreide vom globalen Markt Richtung Brauerei gebracht werden. Also Weizen und Gerste. Dann kann auch ein bisschen Weizen oder Gerste zur Malzfabrik. Der ist mittlerweile auch schon wieder alle. Aber wir haben aktuell noch genug Malz. Also da besteht kein so ein hoher Handelsbedarf. Aber wir können ja hier die ja, vom globalen Markt halt das Weizen und Gerste zum bringen. Ist noch nicht alle, aber wird naja. In zwei Tagen auch alle sein. Aber vorher wollen wir noch Bier verkaufen. Sonst haben wir da Bierstau. Also ich habe jetzt gelesen, oder ja, die Tage gelesen, dass die jetzt anfangen, überall ihr Bier wegzukippen. Es gibt ja Brauereien, die überwiegend für Gastronomie herstellen, und zwar Fassbier. Und das lässt sich ja schlecht im Laden verkaufen. Die großen Fässer jedenfalls. Und die haben in der Regel keine Flaschenabfüllung, die wohl mal war. Brauerei Trümmer. Die macht halt nur sowas. Die hat in der Woche, ja, jede Woche im Prinzip, also alle 4 Tage Bier frisch gebraut und dann in Fässer abgefüllt.
das ist ja jetzt komplett. Ja, das fällt ja weg. Die Gastronomie ist ja schon seit, seit Weihnachten zu, ne? Also. Oder schon früher? Weiß ich gar nicht jetzt genau. Ich glaube schon früher. Die hatten nun mal ganz kurz die Läden aufgemacht hier vor Weihnachten, 14 Tage. Um die Bürger ruhig zu stellen. Und der andere hat so eine kluge Äußerung gegeben. Ja, ja, Inzidenzwert, ne? 8 bis 10, ne? Das hieße theoretisch Dauerlockdown. Ne? Das ist totaler Käse. Die sollen die Alten schützen und die, die gefährdet sind. Und dann ist gut. Ne? So, den bringen wir zur Reparatur gleich. Gleich erledigen und waschen. Waschen können wir auch. Dazu dieses Thema, ne? Naja. Ist auch irgendwann Platz der Kragen, dann jagen wir sie alle weg. Diese Angstmacherei gibt mir auch einen Keks. Da sind wir. Also ich schaue im Prinzip fast kein Fernsehen mehr. Das ist Nachrichten schon gar nicht. Und so, separiert, nicht verkaufen. Ja, machen wir sauber. Und nächstes Jahr die anderen Geräte wollen wir mal lackieren, glaube ich, ne? Mit der Farbe, wo Farbe. Normalerweise dürfte die Farbe so schnell nicht abgehen. Wir verwenden ja bei Pöttinger keine Nasslackiererei, sondern eine, die pulvern ja. Und dann wird das gebrannt bei 200 Grad. Das ist bedeutend widerstandsfähiger als Nasslackiererei. Was nun die anderen machen, das weiß ich nicht. Aber die werden es ähnlich machen, denke ich mal. Und wenn nicht, dann nicht, ne? Weiß ich auch nicht. Aber das ist ja kein Betriebsgeheimnis. Das ist ja. Kann ja jeder gucken. Jede Besichtigung wird ja gezeigt. Wo die Besichtigungen aktuell eingestellt sind, wegen dem C, ne? Kann man machen aus Sicherheitsgründen, das ist eine Möglichkeit sicherlich, ne? Das ist okay. So, da sind wir. Ja, mal auf G. So, V absenken, ne? Und Q. Wie gesagt, man kann ja alles tun, aber nicht übertreiben bitte, ne? So, mal hier rein in den Schuppen, ne? So, dann gucken wir nach hier. Was passiert hier? Nix. Ja. Was ist los hier? Ja, weiß ich auch nicht, was los ist hier. Der will darum, der will. Ich muss im Verkehr ziehen, dass er. Dass der andere fahren kann, ne? Ja, im nächsten Feld, da werden wir auch entsprechend. Mal schauen, ob wir da mit einfahren und ein Abfahrer Runde
Bei den kleinen Feldern reicht es auch. Das haben wir gesehen, beim Sonnenblumen hat auch geklappt. Gut, Wartezeiten sind da dadurch. Aber ist ja nicht anders, ne? Ah, jetzt muss ich da auch entsprechend ran. Gleich den nächsten leer machen. Ne, dann gleich. Ist weit weg. Ja, das kriegt der andere besser hin, ne? Mensch, wenn ich daran denke, wenn eine neue LS kommt. Ich habe noch keine Gerüchte gehört bis jetzt, aber aus alten Erfahrungswerten, sei mal ganz vorsichtig, müssten im März die ersten Gerüchte kommen. Also knapp 3 Wochen ungefähr oder 4. Und dann kommt es in der Regel. Ja, da war nicht viel drin. Dann kommt es im Schnitt, ganz vorsichtig. Ja, Farmcom ist ja im Juli normalerweise. Dieses Jahr sehe ich dann noch schwarz. Erst eine Neuwahl, neue Regierung wird das verhindern. Aber ich glaube mir, die Gehirnwäsche wirkt bei vielen, auch bei den Firmen. Also du kannst die Kollegen sehen, die das entsprechend auch glauben. Die, also ich habe schon einige mit Autofahren sehen, mit Maske als Fahrer oder Fahrerin. Also da, wenn ich alleine im Auto bin, dann brauche ich keine Maske tragen, dann ist das totaler Stuss. Also bringt nichts. So, wollen wir das Feld noch fertig machen, ne? Eingestellt. Ja, muss geflügt werden, das ist aber erst bringen wir hier Gäres aus. Bohnen mit Stickstoff 60 Kilogramm, hier können wir Gäres ausbringen. Wenn der BGH genug hat. Wenn die andere BGH hat auch noch was, das können wir gleich mal gucken. Suchen. Wie gesagt. Wieso kommen wir nicht raus? Nicht zurücksetzen, das wäre ja, die hat genug Ballen, aber wir gleich mal noch einen Schwung herbringen. Mal sehen, wie er sich hat, fährt besser, ne? Hat der Update doch geschafft, wird gebracht. Die müssen wir kurz aufladen, ja, die will die anderen noch erst abschließen, die Ernte. Weil das macht es ja besser, wenn abgeschlossen ist, als wenn wir jetzt hier ständig hier starten müssten. Ne? Normalerweise mache ich die Fahrung nicht so lang, weil das ist dann auch für alle im Prinzip auf Dauer zu langweilig. Aber wie gesagt, das ist in dem Falle, geht es nicht anders. Ja, die BGH kriegt halt nur Ballen, ne? Können ein bisschen dichter ranfahren. So. Und macht zwar viel Chaos, aber er nimmt sie halt immer schon alleine, ne? So. Dann gehen wir noch rüber zur anderen BGH und kippen da mal den Rest. Ein und dann schicken wir gleich mal los. Der kann ja noch mal holen. Das ist ja halt die Gärreste, die wir halt mehr kriegen. Ne? Und die BGA verdient entsprechend Geld. Ja, ganz schön abgenommen. Ne? Ja, aber gut. Tankstelle voll machen, naja, beim nächsten Mal.
Und hier muss ich den nächsten schon mal entlassen, damit der andere weiterfahren kann. Sonst geht das nicht. Sonst blockiert das Modus Verband. Ne? Müssten wir Schneidwerk, ja, ich müsste eigentlich so ein mobiles Fahrzeug wieder besorgen. Wegen der Reparatur. Ich stelle mal am Rand hin. Und dann fahren wir nachher zum nächsten Feld. Ja, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche noch allen einen schönen Restsonntag. Ja, dann sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, ja, nächste Woche geht weiter mit. Ja, Feld. Selber gucken. 5 und 6. Und dann kommt näher bald der Rübenacker. Aber das ist noch nicht reif. Rübenacker ist noch nicht reif. Ganz gut so. Und zwar ist das jetzt hier Kraut entfernen und könnte sein, dass schon ernten könnten. Müssen wir so schauen nächste Woche. Ansonsten wird hier weiterhin noch Gärreste gefahren. Ja, mal kurz speichern, ne? Ja, Gärreste fährt Nummer 54. Sonst haben wir hier Feld 54. Ein Herr zu viel, ne? Ausbringen. 36 Meter speichern. Sonst haben wir ein Problem. Und wir können nicht laden. Wir brauchen das sowieso. So. Was macht der andere noch? Ist er fertig? So gut wie. So, schau, das soll es auch schon gewesen sein. Dann sag ich mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen, wie gesagt, morgen fällt 5 und 6 Hopfen. Sonnenblumen ist ja fertig. Ja, dann noch schön. Restsonntag. Vielleicht hat einer rein. Kettle und Kops. Ich weiß noch nicht, weiß. Ist kein Muss. Nur kleiner Hinweis in eigener Sache. Tschüss. Ciao, ciao. Und danke für Daumen hoch. Tschüss. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.